Und hier geht's links lang weiter. Nächster Halt. So, habe ich jetzt alles zu dem Bus gesagt, was ich sagen wollte? Ich denke mal schon. Genau, mit dem werden wir wahrscheinlich auch noch gelegentlich immer mal hier in OMSI 2 unterwegs sein, auch wenn sie es halt von den Strecken her anbietet. Ist halt wie gesagt ein Überlandbus. Also bei den Linksabbiegern, die entgegenkommen, muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil die fahren einfach. Obwohl die eigentlich hätten besser warten sollen. Wenn wir jetzt schneller gewesen wären, wären wir voll in die reingefahren. Genau, immer wenn es halt mal so wieder passt, dass wir halt so eine Überlandstrecke fahren, können wir vielleicht mal wieder hier mit dem dann fahren. So, die nächste Haltestelle ist da gleich hier hinter der Kurve und da warten auch wieder ordentlich Leute. Wir sind ja mit dem Bus unterwegs, der groß genug ist, um hier für alle einen Sitzplatz zu bieten. Können sie alle Platz nehmen und dann steigen sie mal ein, die Damen und Herren. So, guten Tag, hallo. Hallo, wir sind auch wunderbar in der Zeit, nur 0,5 Minuten Verspätung. Sehr schön. So, eine Kurzstrecke für die Dame. Jetzt haben wir hier 1,70, 30 und 4 zurück. Nicht zu viel. Dann ist das. Bitteschön. Dann waren es nur 3,30, genau. So, Tür wieder schließen und es geht direkt weiter. Das war die Haltestelle Linde. Die haben wir schon hier. Jetzt haben wir schon die Hälfte der Strecke hinter uns. Beziehungsweise die Hälfte der Haltestellen haben wir jetzt schon hinter uns. An der Hälfte der Haltestellen, die wir heute anfahren werden, haben wir jetzt schon angehalten. Genau, so. So, ne, hier ist ja 30er-Zone. So, und zur nächsten Haltestelle geht's zur Haltestelle Stern. Nächster Halt, Stern. So, genau. Also mit Überlandbus und Stadtbus habe ich ja auch gesagt, ne? Also es gibt auch den O405, genau, das hatte ich aber, glaube ich, gesagt, ne? Dass das dann die Stadtbus-Variante von dem ist. Hier bei der Map Nürtingen finde ich es noch ein bisschen schade, dass wenn man halt so in die Seitenstraßen reinguckt, habt ihr jetzt hier eben auch gesehen, dass halt dann manchmal wirklich sofort, dass man da wirklich noch so ans Ende der Straße, so wie jetzt hier auch wieder, reinschauen kann. Finde ich manchmal ein bisschen schade. Das wäre noch ganz schön, wenn es vielleicht bei der nächsten Version oder so ein bisschen geändert werden würde, dass die Straßen da einfach nur vielleicht um die Kurve gehen oder so, dass man nicht sofort sieht, dass die Straße halt da jetzt so auf einmal aufhört. Gut, wenn man jetzt halt nicht direkt da reinschaut, wie wir es jetzt eben gemacht haben, fällt es einem auch nicht wirklich auf, aber trotzdem fände ich es halt ganz cool, wenn man da jetzt nicht so direkt da das sieht, dass die Straße halt so aufhört. So, und genau pünktlich verlassen wir die Haltestelle. Ist ja richtig geil. Wir sind heute wieder wunderbar in der Zeit. Will jemand aussteigen? Nee. Das war jetzt, nachdem wir abgefahren sind, der Haltewunsch. So, die Texturen bei den Bussen sind einfach so der Hammer, Leute. Die sind einfach so geil. So, was wollte ich noch sagen? Genau, Sound habe ich gesagt. Ja, wir sind heute mit einem Bus von Bader Reisen unterwegs. Habt ihr ja schon gesehen, vorne an der Aufschrift. Und, genau, das ist auch das Busunternehmen, was glaube ich auch in echt diese Linie hier fährt, die Linie 184. Also zumindest glaube ich, dass dieses Busunternehmen bzw. diese Verkehrsgesellschaft diese Linie hier in echt fährt, weil das ja erstens eine reale Karte hier ist und außerdem steht im Handbuch, das finde ich auch ziemlich gut, in dem Handbuch von der Map Nürtingen steht zu jeder Linie beziehungsweise eher zu jedem, ja doch eher zu, doch zu jeder Linie eigentlich. Guten Tag, hallo. Welche Linie von welchem Busunternehmen gefahren wird? Letztes Mal sind wir ja die 74 gefahren. Oh, das war schon die Haltestelle Blumenstraße. Wir müssen hinten mal aufmachen. Und das ist doch 2, ne? Genau. 2, 2, 1. Jetzt. Genau. Und ja, letztes Mal sind wir ja die Linie 74 gefahren mit einem Bus von den Stuttgarter Verkehrsdiensten und habe ich auch noch mal im Handbuch da geschaut, da stand auch genau, dass die Linie 74 von den Stuttgarter Verkehrsdiensten gefahren wird. Das ist wieder zu viel gewesen. Stimmt, das hier. So, bitteschön. Genau, sind wir da auch mit der passenden Lackierung sozusagen unterwegs gewesen. So, die Tür hinten ist zu, wunderbar. Genau, das finde ich bei der Map auf jeden Fall ziemlich gut, dass wenn es hier schon so ist, dass halt verschiedene Verkehrsdienste hier die unterschiedlichen Linien hier betreiben, dass halt dann im Handbuch dass man nochmal im Handbuch darauf hingewiesen wird, welche Linie von welchem Verkehrsbetrieb halt gefahren wird. Und so kann ich auch immer dann gucken bei den nächsten Fahrten, die wir halt hier auf der Map machen, welche Lackierung für den Bus halt die passende Lackierung ist, genau. Nur ist leider so, dass ich für Bader Reisen leider nicht so viele Lackierungen jetzt im OMSI-Forum gefunden habe. Also standardmäßig hat man hier für den O405N2 noch eine Lackierung drin.
Genau, für den O407 habe ich eine Lackierung von Bader Reisen. Also Bader Reisen ist eigentlich das Unternehmen, was hier auch die meisten, Linien betreibt, genau. Und genau, da halt für die beiden Citaros, O530 und O530G, ist hier eine Lackierung von Bader Reisen drin. Und für den Solaris habe ich noch im Internet, im OMSI-Forum, noch eine Lackierung hier für Bader Reisen gefunden. Mal gucken, vielleicht finde ich in Zukunft noch irgendwelche, für irgendwelche anderen Busse auch noch Lackierungen hier für Bader Reisen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, vielleicht für den C2 oder so. Mal gucken. Aber wir haben ja dann trotzdem schon mal einige verschiedene Bustypen, Busse, mit denen wir hier fahren können. So, jetzt schön Kickdown, 80 km/h hier auf der Landstraße. Hier sind wir jetzt im Revier von dem O407 sozusagen unterwegs. Über Land sind wir jetzt unterwegs, passt genau zu dem Bus. Und hier der beschleunigt ohne Probleme schön durch bis auf 80 km/h, richtig geil. Schöne Beschleunigung und da lassen wir ihn direkt wieder rollen. Weil hier dürfen wir eigentlich nur noch 60 fahren. Die Haltestelle vorne schon links und gleich auch auf der rechten Seite bremsen wir schon mal langsam ab. Leicht auf die Bremse gehen. Da haben wir nämlich auch einen Kreisverkehr und dahinter haben wir dann die Haltestelle Industriegebiet. So. Und weit haben wir es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. So, und wie gesagt, den Bus kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ist vom Sound, Texturen und so weiter, Umsetzung einfach richtig gelungen. Wie gesagt, Link dazu findet ihr auf meiner Webseite. So. Dann einmal angehalten, hier an der Haltestelle Industriegebiet. Und lassen wir die Fahrgäste aussteigen, die raus möchten. Na, der Bus ist doch schon ganz gut voll, also haben wir einen guten Bus heute hier, ausreichend Sitzplätze. So, Türen schließen wieder und wir fahren genau pünktlich, wie geil ist das denn? Genau pünktlich jetzt hier von der Haltestelle ab und es geht zur nächsten Haltestelle, schon zur Endhaltestelle, so wie es aussieht. Umsteigmöglichkeit in die S-Bahn. Genau, es geht schon zur Endhaltestelle. So. Und einmal hinterher mal gucken, ob wir mithalten können oder ob der uns wegzieht. Leichter Abstand aufgebaut. Da bremst er schon wieder ab, weil wir rot haben. Ah, hier ist nur so eine Ampel mit so zwei Leuchten. Also entweder es leuchtet auf oder leuchtet nicht auf. Genau. Dann muss man hier Vorfahrt gewähren. Ah ne, dann blinkt es wirklich. Ich schalte schon wieder jetzt auf rot. Da muss man hier nämlich Vorfahrt gewähren. So, und da sind wir in Wendlingen. Uiuiui. So, knapp ein bisschen am Bordstein entlang geschrappt. Und weit wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein bis zum Bahnhof. Gucken wir mal. Also, die Map Nürtingen finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Nur diese eine Sache, die ich vorhin angesprochen habe, mit diesen abzweigenden Straßen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn das halt noch von dem Entwickler von der Map vielleicht in der nächsten Version, das ist jetzt die Version 5 hier gerade, vielleicht wenn es eine Version 6 geben wird, dass das dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen bearbeitet ist, dass man nicht gleich so das Ende der Karte sieht, wenn man da so in die Nebenstraßen reinschaut. Das wäre auf jeden Fall noch ganz cool. Vielleicht muss jetzt nicht vielleicht bei allen gemacht werden, aber so bei den meisten. Oh, das war gerade ganz schön knapp. Das war knapp. So wie hier, da ging es jetzt eigentlich. Da hat man jetzt nicht so direkt das Ende gesehen. Da war die Straße noch ein bisschen um die Kurve, ein bisschen länger gezogen. Aber da hat man ja, da war das ja nur ganz kurz. Gucken wir mal hier. Ja genau, da ist jetzt zum Beispiel hier ein Supermarkt da hinten. Gut, aber vielleicht ist es jetzt auch in echt so, dass da hinten ein Supermarkt oder so ist. Dann bietet es sich natürlich an. So, wo müssen wir anhalten? Hier oder fahren wir noch darüber? Ich glaube, wir müssen hier anhalten am Terminus. Genau, da hinten würde die nächste Linienfahrt dann wieder losgehen. So, wunderbar. Pünktlich sind wir hier angekommen. Sehr schön. Lassen wir die Fahrgäste gerade mal aussteigen, genau. Und hier seht ihr mal den Bus von außen, der sieht einfach richtig geil aus. Hier nochmal die Fahrplanauswertung, überall pünktlich angekommen. So soll das sein, sehr schön. Die Fahrgäste steigen aus und der Bus sieht einfach so geil aus. Hier von Texturen und so weiter, Anzeige und so weiter. Gibt es übrigens auch mit Rollband oder halt jetzt, wie wir es haben, Vollmatrix. Mal gucken, vielleicht fahren wir auch bald mal mit der Rollband-Variante. Und hier vom Sound her ist der einfach so spitzenklasse. Das hört sich so realistisch an. Das ist einfach geil. Genau, das ist ein Bus, wo wir vielleicht sogar nochmal hier auf der Map mit dem fahren werden, sonst vielleicht auch nochmal irgendwann auf anderen Maps. Gibt es ja bestimmt noch einige Maps, wo auch so Überlandstrecken dabei sind, wo der Bus auf jeden Fall gut reinpasst. Und ja, mit dem O307 muss ich mir auch mal merken, dass wir vielleicht mit dem auch bald mal fahren. Vielleicht werden wir auch nächstes Mal, wenn wir mit dem O407 fahren, mit dem mit Schaltgetriebe fahren. Müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen werden.
Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr wieder hier auf der Map Nürtingen spielen. Erst dann einen der kommenden Teile irgendwann wieder. Nächstes Mal geht es dann entweder in unserer Karriere weiter oder auf einer anderen Map, müssen wir mal gucken. Aber wahrscheinlich wieder ein bisschen an der Karriere spielen wir weiter. Eine Prüfungsfahrt oder eine Schichtfahrt, müssen wir mal gucken. Eins von beiden. Und dann gucken wir mal weiter, wie es sonst noch weitergehen wird. Auf welchen Maps wir noch fahren werden, welche Linien und so weiter und so fort. Das werden wir dann in der nächsten Zeit alles sehen. Genau, und wenn euch hier unsere erste Fahrt mit dem O407 gefallen hat, dann würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und abonniert meinen Kanal, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, sofern ihr halt meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Genau, und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein. Euer LionGamer1, ciao.